Jetzt sind wir bei einem Gericht, auf das freue ich mich persönlich sehr, sehr gerne, weil da können wir jetzt wieder einen Wein servieren, der in meiner Heimat in Österreich sehr viel verbreitet ist. Ist auch, man sagt dazu, eine autochthone Rebsorte, die wächst wirklich nur in Österreich oder fast nur ein bisschen in Ungarn, ein bisschen in Deutschland mittlerweile bauen sie es an. War an und für sich eine autochthone Rebsorte, quasi nur in einem Land gepflanzt, und zwar einen Grüner Veltliner. Ich habe mir erlaubt, wieder den Herrn Altzinger zu nehmen, den Leo Altzinger, dann brauchen wir uns bei der Etikette nicht so umgewohnen. Ist jetzt nicht 2009, wie wir es bei der Hollerin hatten, sondern ein Jahrgang 2007, dadurch auch die Säure schon ein bisschen weg. Das ist schon ein Wein, der auch Charakter, der Würze hat. Was ich so toll finde an 2007 beim Leo Altzinger, beim Mühlpoint, er hat es geschafft, den Wein als Markt zu vinifizieren und dennoch vom Alkohol auf erträgliche 13,5 Volumensprozent zu bleiben. Also in Österreich haben die da teilweise ein bisschen mit dem Alkohol zu kämpfen gehabt. Und ist, wie gesagt, auch eine Lage direkt auch wieder bei Leuben, unter Leuben gelegen. Und habe ich schon sehr früh mitbekommen, dass Curry, also das ist Gewürz-Curry mit Paprika, sehr, sehr gut mit Grüner Veltliner, gerade mit dieser Art und Weise von Grüner Veltliner, mit kräftigen, schon auch üppigeren, würzigeren Grüner Veltliner in der Regel sehr, sehr gut passt. Deswegen habe ich den Steve gefragt, ob er uns vielleicht irgendwas mit Curry zubereiten kann. Also wenn du uns vielleicht kurz sagst, was du gemacht hast, dann hole ich schon mal die Gläser. Also hier haben wir Spieß vom Rinderfilet und geschmorter Paprika. Ganz neutral gelassen und dazu einen würzigen roten Curryschaum, der auf der roten Currypaste basiert und das leicht aromatisiert. Und mal gucken, ob das zu den grünen Veltliner dazu passt. Ich bin sehr gespannt. Schau mal rein. Also für einen Grüner Veltliner, ich habe das schon mal erwähnt gehabt, der fühlt sich in meinen Burgundergläsern sehr, sehr, sehr wohl. Gerade diese kräftigen Grüner Veltliner. Also, wie gesagt, wieder nehmen, zuerst mal reinriechen, wie so das erste Aroma ist. Also da hat man so gewiss erkennbar, ein bisschen diese Würze, das ist Pfefferl. Dann einmal drehen, damit da sich ein bisschen was öffnet. Da kommt natürlich die Würze schon mehr zur Geltung. Und Sie sehen, mit der großen Öffnung, da hat man wirklich die Nase auch mit drin. Also man schmeckt, man riecht es nur nicht nur von außen, sondern man hat auch wirklich dann beim Trinken die Nase mit dabei. Also man nutzt das volle Spektrum, das man im Wein nutzen kann. Also nicht nur den Mund, sondern auch die Nase beim Trinken. Schon lecker. Also da merken Sie wieder Frucht eher schon weniger, also da haben wir eher schon reifere Früchte in dem Wein. Man hat die Würze des Grüner Veltliners, man hat Extrakt, also das Smaragd, also Alkohol ist ja auch in der Regel Extrakt, da haben wir auch diesen Fruchtzucker auch ein bisschen mit drin, also da ist schon Charakter da. Aber auch wieder die Süße, die man braucht für die Schärfe, diese asiatischen Schärfe, die ja im Curry vorhanden ist. Und jetzt probieren wir das mal, würde ich sagen. Also zuerst mal übers Teller. Man riecht, also man hat so ein bisschen Curry, Paprika. Ohne dass man jetzt was gegessen hat, finde ich, da ist schon eine gewisse Balance da. Ja. Jetzt würde ich sagen, wir probieren es einfach. Vielleicht mal ein bisschen runter. Alles tiptop gegart hier. Ist gut. Mit dem nächsten Gericht wollten wir einfach einen Übergang zu den Rotweinen finden und wir wollten Ihnen einfach auch zeigen einige Merkmale, die wir haben. Also wir haben gesagt, zuerst Weißweine, dann Rotweine. Das haben wir ja so miterlebt. Wir haben gesagt, leichte Weine vor schweren Weinen. Das haben wir jetzt beim Weißwein gemacht und das werden wir jetzt auch beim Rotwein wieder machen. Wir haben gesagt, regionale Gerichten mit regionaleren Weinen verbinden, haben wir auch gemacht.
Wir haben gesagt, ein bisschen das Asiatische, diese Schärfe mit Süße im Wein einfach ein bisschen neutralisieren. Haben wir auch gemacht. Jetzt sind wir wirklich bei einem Klassiker. Du hast Rinderfilet gekocht, gebratene Gänseleber gemacht dazu, Trüffel auch dazu gemacht, also was Erdiges dazu gemacht, Trüffelschüss. Es ist wirklich diese klassische Tourne de Rossini-Variante. Da fehlt jetzt nur mehr, glaube ich, der Champignon und der Brioche-Boden. Dann wäre es wirklich ganz klassisch, aber das braucht man ja nicht im Endeffekt. Ist ein sehr, sehr französisches Gericht, aufwendiges Gericht, auch wirklich schon subtiler, auch hochwertiger. Und das kann man natürlich schon mehr als Basis fürs Aussuchen von Wein nehmen. Also da würde ich jetzt nicht an Lemberger 2009 dazu servieren, sondern da würde ich dann klassisch auch in die französische Richtung gehen, auch ein bisschen was Hochwertigeres nehmen, auch durchaus ein bisschen finessenreich auch werden. Also es ist ja finessenreicher auch. Gereifter ist. Und gereifter auch nehmen. Ja. Und in dem Fall habe ich jetzt klassisch zu diesem Gericht, zu dem französischen Gericht, auch einen Burgunder genommen, einen Chiffry, Premier Cru. Chiffry ist ein Ort in der Côte Chalonnaise im Süden der Burgund. Chaublot ist einer der klassischen Winzer, wo ich auch meine, dass Preis-Leistung nach wie vor wahnsinnig sensationell ist. 2004 für mich ein Jahrgang, der sehr, sehr gut ist in der Burgund. Jetzt sicherlich nicht ein Top-Jahr wie 2002 oder 2005, aber auch sehr, sehr gut jetzt zu trinken ist. In dem Wein meine ich entdeckt zu haben, auch wirklich ein paar so erdige Aromen, Filigranität, auch diese Schmelzigkeit, auch um dieses Schmelzige von der Leber ein bisschen zu begleiten. Und da merkt man jetzt auch wieder, weil normalerweise heißt es immer, boah, da haben wir jetzt so ein richtiges Powergericht, da brauchen wir jetzt ein paar Wein dazu. Da kommt jetzt mal diese Ausnahme der Regel zum Fall. Wenn man so ein intensives Gericht hat, so ein stimmiges Gericht hat, ist ab und zu ganz gut, wenn man einen Wein hat, der sich so ein bisschen im Hintergrund einfach annähert, dann denke ich mal, dass der eine den anderen nicht stört und dann wird man merken, wie eines von dem anderen wirklich auch profitiert. Und das probieren wir jetzt ein bisschen einfach. Also Pinot Noir Spätburgunder. Also hier Trüffel, Gänseleber, schön gebraten. Man muss ja was gönnen. Ist jetzt natürlich durchs Filmen schon ein bisschen erkaltet, aber man sieht dennoch perfekt gegart. Ne? Super. Also wenn das nicht passt, dann weiß ich es auch nicht mehr. Da merkt man jetzt richtig, wenn man den Wein vorher trinkt, hat er ein bisschen Säure, ist halt Burgund. Aber mit dem Gericht zusammen, da merkst du zuerst den Wein und dann kommt eben richtig diese Tourne de Rossini-Variante. Das macht richtig Spaß. Also man muss nicht immer bei kräftigen Speisen mit dem Hammer kommen im Wein. Ab und zu ist es vielleicht ganz gut, wenn man so eine üppige, kräftige, eigenständige Speise einfach elegant ein bisschen begleitet.